Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde dieser gepflegten Unterhaltung zu einem etwas ernsteren Video. Und zwar gab es in der Vergangenheit schon diverse Vorfälle von Hates auf meinem Kanal gegen meine Person oder auch gegen Abonnenten oder Zuschauer auf meinem Kanal. Hierzu sage ich mal gesagt, erstmal auf meinem Kanal will ich sowas nicht sehen. Weder gegen mich noch gegen meine Abonnenten, noch gegen irgendwelche Zuschauer, die vielleicht mal so reinzappen. All diejenigen, meine Abonnenten und all die Zuschauer, die sich auf meinem Kanal benehmen, fühlen sich jetzt bitte mal nicht angesprochen. Diejenigen welchen, die sich auf meinem Kanal bewegen oder auch auf anderen Kanälen und gerne mal Hates durchstarten, die wissen schon, wer gemeint ist. Und an die richte ich dieses Video, und zwar, auf meinem Kanal will ich keine Hates erleben. In den Kommentaren, meine ich jetzt. Weder gegen mich, noch gegen meine Abonnenten, noch gegen irgendwelche anderen Zuschauer, auch nicht gegeneinander. Dass ihr euch in den Kommentaren meine Videos nutzt, meinen Platz, meinen Kanal, um gegeneinander zu haten in den Kanal, in den Kommis. Was überhaupt nichts mit dem Spiel oder mit dem freudig unterhalten zu tun hat, dass ihr euch einfach gegenseitig in den Kommentaren hatet und irgendwelche zufälligerweise gerade mal auf einem meiner Streams landet und dann anfängt, da hast du einen gegeneinander. Auch sowas will ich nicht erleben. Sollten irgendwelche Vorfälle vorkommen, also Hates gegen mich, gegen meine Abonnenten, gegen Zuschauer und auch gegeneinander, dass ihr euch in den Kommentaren fetzt. Diese Leute, ist mir egal, wer angefangen hat, diese Leute werden von mir auf jeden Fall geblockt und gemeldet. Ja, falls ihr das noch nicht wusstet, auch Kommentare kann man melden. Und das werde ich hier, auf jeden Fall tun bei YouTube, euch melden. All die, die dann Hates anfangen, werden mir geblockt und bei YouTube gemeldet. Und dann können wir die Konsequenzen leben. Also, Freunde, wir wollen einfach nur Spaß haben bei den Let's Plays und wir wollen uns da benehmen. Und deswegen, Freunde, lasst die Hates bleiben. Und wenn ihr angehatet werdet in den Kommentaren von jemand anders, dann hatet nicht zurück, weil dann würde ich auch euch blockieren. Ich kümmere mich dann schon drum. Ich werde denjenigen blockieren. Und auf jeden Fall melden. Das braucht ihr nichts machen. Ich krieg das auf jeden Fall mit, Freunde. Seid da versichert. Ihr müsst euch das nicht geben. Weder ich noch euch. Ihr müsst das, ich muss es mir nicht geben. Und ihr müsst euch auch nicht geben, angehatet zu werden. Ich kümmere mich dann schon drum, Freunde. Allen anderen, meinen Abonnenten und den Zuschauern, die ich benehmen, Freunde, nehmt euch das hier bitte nicht an. Das ist nicht an euch gerichtet. Nur an die, die wirklich da meinen, sie müssen hier irgendwelche Hasstiraden starten. Und die wissen das dann schon, glaubt mir. So, Freunde, ich kümmere mich gerade drum, falls sowas passieren sollte, braucht ihr keine Angst haben, ihr werdet, oder ihr müsst dann nicht ja, euch dann anmolzen lassen, die werden definitiv nicht mehr gegen euch reden. So, Freunde, das einfach nur dazu. Und, Freunde, ja. Und gerade jetzt in der Nachweihnachtszeit sollte man doch, bisschen umsichtiger sein, aber auch danach würde ich sagen, lasst bleiben. Und wie gesagt, die angehatet werden in den Kommentaren, denen sage ich, wie gesagt, versichert, ich kümmere mich dann drum, das kriege ich auf jeden Fall mit. Dann werden die Leute geblockt und gemeldet. Hatet bitte nicht zurück. Am besten ist auch, ihr hatet gar nicht, weil meine Zuschauer sind, soweit ich es beurteilen kann, ohnehin. Da ist sehr tolerant. Ich hatte es mal in der Vergangenheit, zu Beginn meiner Let's Play Karriere, oder meine Let's Plays, Karriere ist wieder hochgestochen, zu Beginn meiner Let's Play, meines Let's Player Dasein YouTuber, hatte ich mal ein paar Hater, die da sehr persönlich wurden. Und die habe ich dann als Anlass, habe ich geblockt. Und als Anlass genommen, mal hier dieses Video zu machen. Bisher kam es zum Glück gegen mich nicht mehr vor. Das freut mich. Das zeigt mir, dass meine Zuschauer natürlich sehr vernünftig sind. Und auch bei anderen YouTubern habe ich es bisher nicht wieder erlebt, aber es gab, wie gesagt, schon diverse oder andere. Es hat mal gesagt, der Charakter Mickey ist ja nur fiktiv. Das ist mein Spitzname. Und den habe ich auch dafür als YouTube-Pseudonym genommen. Und wenn ich Let's Play oder in den Videos, ist das Mickey, klar, das ist logisch. Und wenn ich aufhöre und off bin, dann bin ich wieder einfach ich, dann kann ich Mickey ablegen und alle Hates und alle Probleme, die Mickey hat, sind damit abgelegt. Und wenn er aber persönlich wäre, indem er mich anspricht, er kennt meinen Namen oder sagt nur du,
Weil du kein Mir gemeinsam, aber auch ich. Und wenn man nur sagt, du, nehme ich das persönlich. Sowohl als Miki, als auch als ich selber. Und dann werde ich eklig, Freunde. Und ich denke mal, es geht jedem genauso, wenn er selbst angegriffen wird oder seine Freundin, sofern vorhanden, und oder seine Freunde, was ihr ja für mich seid, dann werde ich echt pissig. Ja, ich drehe für meine Freunde ein. In dem Fall jetzt meine Zuschauer und meine Abonnenten. Also mit Zuschauern meine ich jetzt immer so einsetzen. Und meine Abonnenten, ihr seid meine Freunde, auch wenn ich euch den einen oder anderen nicht persönlich kenne. Trotzdem seid ihr meine Freunde. Und also wenn ich jetzt sage immer, hallo liebe Freunde, seid ihr gepflegt unterhalten, dann ist es nicht nur so ein Floskel oder so ein allgemein Ding, das ist wirklich so gemeint worden. Das kommt von the bottom of my heart. Und deswegen, Freunde, also wenn es gegen meine Freunde geht, das ist in dem Fall jetzt jemand bei ihr, dann werde ich pissig, Freunde. Oder in dem Fall werde ich pissig für Leute. Also mit Leuten meine ich die, die eben gerne mal auf irgendwelchen anderen Kanälen auch hast, die halt starten, wenn wir mal so oben rumseppen, mal Doppelsichtung machen, Doppelsichtung machen, die meine ich mit Leuten. Und die, nur die sind angesprochen. Und wenn ihr gegen meine Leute, gegen meine Freunde geht, Leute, dann werde ich pissig. Und gegen mich genau das gleiche. Also Freunde, und jetzt mache ich wirklich meine Freunde, gebt euch das nicht, hedet nicht zurück, ich mache das dann schon. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, Freunde und Freunde überall. ja, bis dann, euer Miki, macht's gut. Game on.